Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Ich stelle euch heute das Quon-Kit vor. Und zwar wird es ein bisschen anderes Review. Es gibt ja jetzt unzählige Videos über dieses Gerät auf YouTube. Deswegen dachte ich mir, ich muss euch nicht alles zeigen. Das heißt, wenn ihr sie euch kaufen wollt, guckt euch davor oder vielleicht einfach danach noch ein paar andere Videos an, wo ihr so alle Infos findet. Ich habe mir so die Top 3 in den Suchergebnissen angeguckt und die haben das Gerät eigentlich ziemlich gut wiedergespiegelt. Ich habe es jetzt für anderthalb Monate ja quasi als alleiniges Gerät benutzt und da sind mir natürlich auch so gewisse Vor- und Nachteile zu anderen Geräten aufgefallen und die will ich euch einfach mal so ein bisschen nahelegen. So sieht das Gerät an sich aus, finde ich vom Design her sogar ganz schick gemacht, obwohl ich eigentlich nicht so auf dieses Verschnörkelte stehe. Hier ist der Micro-USB-Anschluss und hier oben sitzen deine Pods drin. Du hast hier auch einen Feuertaster, da ist eine Sache, die mir persönlich nicht so gefällt. Also wenn der Chip schnell genug ist und alles, brauchst du eigentlich keinen Feuertaster. Hier ist er auch nicht dafür da, um mehr Leistung auszugeben, sondern ist halt so für die Leute, die irgendwie das drücken mögen. Weil du kannst so ein bisschen Feuer drauf drücken und dann hast halt gleich den Dampf, als wenn die Zugautomatik erstmal anspringen muss. Aber die springt so schnell an, dass dieser Knopf eigentlich unwichtig ist. Du kannst sie damit halt auch ausschalten. Was ich aber, ja, brauchst du eigentlich nicht, weil bei einer Zugautomatik, das geht dir nicht in der Tasche los oder sonstiges. Hier oben sitzen die Pods drin, gibt es zwei verschiedene, gibt es einen 1 Ohm Kopf und einen 0,6 Ohm Kopf. Ja, das war das, 1250 mAh Akku, da kommen wir gleich dazu, finde ich ziemlich gut für die Größe. Also ich habe das ja als alleiniges Gerät benutzt und wenn du dann morgens das vom Ladegerät abnimmst, morgens beim Frühstück dampfst, zur Arbeit gehst, da dampfst, in den Pausen dampfst, nach Hause kommst, dann reicht der Akku auf jeden Fall aus. Und da einziger Nachteil ist halt, dass ich da so mitbekommen habe, okay, so nach einem Monat hatte ich das Gefühl, entweder habe ich mehr gedampft oder der Akku hat ein bisschen nachgelassen. Also es war so mein Gefühl, nicht extrem nachgelassen, aber hatte so das Gefühl, sonst ist er erst so um 17, 18 Uhr, war so, also gibt er drei Lichter, grün, blau und rot, war dann von grün auf blau und dann irgendwann teilweise war er so 15, 30, 16 Uhr auf blau, kann aber daran gelegen haben, dass ich ein bisschen mehr gedampft habe, aber schreibt auf jeden Fall mal da eure Erfahrung in die Kommentare. Ganze geht bis 25 Watt. Und finde ich ziemlich genial, weil das hat auch eine schöne Airflow, die hier wirklich mal Sinn macht. 3 Milliliter passenden Pott rein, was auch eine Top-Sache ist. Damit kommt ihr auf jeden Fall ziemlich weit. Ja, und das waren so die Rahmendaten. Dann kommen wir jetzt zu den Vorteilen. Also erstmal das Handgefühl. Das finde ich hier richtig gut. Die hat so ein bisschen Gewicht, aber halt wirklich so, dass er angenehm in der Hand liegt. Du hast nicht irgendwie so ein, ja, irgendwas Federleichtes, was so dann irgendwie auch irgendwie was Billiges, ja, so einen billigen Eindruck macht, sondern es hat so ein wertiges, eine wertige Schwere, wenn man das sagen kann. Liegt so gut in der Hand und ich habe auch ein bisschen größere Hände. Da passt das halt perfekt. Du kannst dann so dampfen und das finde ich ziemlich gut. Jetzt hier die Coco im Vergleich, da überlege ich immer, wie packe ich die genau in die Hand? Dampfe ich die jetzt so oder wie machst du das am besten? Und hier, zack, hast du sie in der Hand. Gefällt mir besser, ist aber Geschmackssache. Einigen könnte die auch schon wieder zu groß sein. Ich halte sie jetzt hier mal nebeneinander. Also die ist natürlich hier breiter und der ist natürlich auch ein bisschen dicker. Das ist jetzt hier so der Vergleich einmal. Von dem her auch nochmal die Höhe hier daneben gehalten. Kann euch auch nochmal die normale Caliburn so, also die normale ist so ein Stück länger und von der Breite sieht das Ganze so hier aus. Weiterer Vorteil, die Dampfmenge. Also das hat mich wirklich überrascht. Gibt ja so Einsteigergeräte, wo ja das so ein bisschen lahmer kommt. Also ihr habt dann so das Gefühl, so du ziehst dran, kommt zwar Dampf, aber das knallt nicht genügend. Also es kommt nicht genügend Dampfleistung raus oder nicht mal Dampfmenge, sondern einfach die Leistung, dass du beim Ziehen so merkst, so oh, könnte so ein bisschen doller sein alles. Und das finde ich hier perfekt, gerade so, weil du das mit der Airflow verdammt gut einstellen kannst.
Du hast das hier nämlich an der Seite, hast du so einen kleinen Regler. Dachte ich am Anfang, oh, taugt der was oder taugt der nichts? Ich finde, das ist mit die beste Lösung, die wir bisher gesehen haben, weil du kannst es einfach hier mit dem Finger verschieben und das macht wirklich einen Unterschied, ob du es auf minimal oder maximal hast. Und dann kannst du es dir so nach Belieben einfach hin und her schieben. Das finde ich sehr gut. Klappt auch ziemlich gut. Bei dem einen oben Kopf ist es ja so, dass der so ein bisschen strenger am Zug ist. Und wenn du darauf minimal stellst, ist es auch wirklich so ein richtig schön strikter Zug, der ziemlich an die Zigarette erinnert. Wenn du den voll aufmachst, ist es so quasi fast schon wie der Minimalpunkt von den 0,6 Ohm Kopf. Also die ergänzen sich ziemlich gut und ja, schließen so wirklich fast nahtlos aneinander, was mir ziemlich gut gefällt. Was ich als weiteren Vorteil empfinde, ist das Befüllsystem. Das ist immer so ein bisschen problematisch bei Pod-Systemen. Meistens kleckerst du und irgendwie da ist mal die Befüllung da und so richtig wurde man sich nicht einig. Und hier drückst du einfach nur oben das Plastikstück zur Seite und kannst es hier in das breitere von den beiden Löchern reinfüllen. Und das Gute ist, es passt auch wirklich jede Flasche rein. Egal, ob ihr die großen Chubby-Flaschen nehmt, ob ihr 10 Milliliter Flaschen nehmt, das passt dort alles rein. Genau, Akkulaufzeit, also wie gesagt, für die Größe und alles ist das top, dass ich damit über den Tag komme. Das ist für ein Pod-System immer noch, also auf gar keinen Fall selbstverständlich. Gerade so eine Caliburn, die musstest du, wenn du sie einen ganzen Tag benutzt hast, musstest die eigentlich schon so 2-3 Mal nachladen. Bei dem, wie gesagt, bin ich eigentlich über den ganzen Tag gekommen und zu Hause musste ich die dann nachladen. Pods finde ich halt, hatte ich ja auch schon halbwegs angesprochen, finde ich sehr gut. Geschmacklich auch top, also da habe ich wenig auszusetzen. Auch der 0,6 Ohm Kopf, wenn du da 3 Milligramm irgendwas mit einer hohen VG, was VG-lastig ist, also ein bisschen dickflüssiger, lässt sich ohne Probleme durchdampfen, kommt der Pod wunderbar mit klar und der Geschmack, der transportiert ist, ist auch super. Nach einer Woche, also ich habe da auch wirklich 100 verschiedene Liquids reingehauen, jedes Mal ein anderes, wenn der Pod alle war, da hat er auch perfekt performt, also war nicht so, dass du dann nichts mehr geschmeckt hast. Das Gefühl kam so nach 1 bis 2 Wochen raus, dass du so dachtest, oh, jetzt wird es ein bisschen flacher. Aber an sich, die Laufzeit ist so ungefähr, ich würde sagen, so, wenn er das fast als einziges Gerät benutzt, so ungefähr 3 Wochen, damit könnt ihr rechnen. Und die sind auch relativ unanfällig, wenn du das mal so fast trocken gedampft hast, kannst du ein Liquid wieder rauffüllen, ein bisschen warten und dann schmeckt das nicht gleich verkokelt, sondern ist da relativ tolerant bei denen. Als neutral, wie gesagt, würde ich hier diesen Knopf bewerten. Ich hätte nicht gebraucht, aber du merkst auch, wenn du raufdrückst, der feuert sofort. Also der haut da echt raus. Also Zugautomatik ist hier auch top. Das finde ich sehr gut. Du ziehst dran und es kommt sofort der Dampf. Musst du gar nicht abwarten oder sonst was und kannst wirklich mit der Airflow sinnvoll einstellen, sodass du auch wirklich einen merkbaren Unterschied hast. So, kommen wir zu den Nachteilen. Also für einige wird es die Größe sein, denke ich mal, dass sie sagen, ist den zu groß. Dachte ich auf den Bildern auch, der sieht schon da irgendwie, ja, vom Design her schon fast so ein bisschen klobig aus durch die Seiten. Finde ich aber gar nicht. Also ich finde das vom Handgefühl mag ich persönlich 10-mal lieber als das, aber das ist wirklich Geschmackssache. Gibt auch sehr viele Leute, die dieses, ja, diese Größe und alles bevorzugen. Kleiner Nachteil ist, dass der Pod manchmal ziemlich feststeckt. Also wenn ihr einen ganzen auswechseln wollt oder die Airflow verstellen wollt, dann zieht man den ja so seitlich hier raus. Gerade im Sommer, wenn es so ein bisschen schwitziger ist, da ist die schwarze Farbe auch von Nachteil, steckt es dann relativ fest. Und ja, aber wie gesagt, das ist auch eher selten und das wären dann halt eher so für ältere Leute, die nicht mehr so gut mit den Fingern sind, dass die da vielleicht ein bisschen Probleme haben, aber zum Auffüllen musst du ja das Ganze nur zur Seite drücken und das kriegt jeder hin und mit dem Auffüllen auch super gelöst
und dann raufdrücken, kannst du weiterdampfen. Ist mir sonst irgendwas Negatives noch eingefallen? Eigentlich nicht. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, ist so das positivste Gerät, was ich je vorgestellt habe, weil von den Nachteilen ist mir wenig aufgefallen, hat mich doch ziemlich überrascht. Ach so, was mir noch eingefallen ist, was aber bei jedem Pod-System ist, was ich bisher hatte, dass die Pods so nach 2 Wochen, nach 3 Wochen irgendwann anzufangen zu schwitzen. Das heißt, du hast hier unten dann immer mal so ein bisschen Liquid und je länger du weiter dampfst, desto extremer wird das Ganze. Aber meistens schmeckt da vorher verbrannt, als dass das Ganze wirklich ausartet. Ist jetzt nicht so, dass die Tasche voll ist oder so. Aber wer das Ganze immer sauber haben will, hier kein Liquid dran haben will, muss das wahrscheinlich alle 2 Wochen auswechseln. Würde ich eh den Leuten, die COPD oder sonst was haben, empfehlen, dass du da dann einfach ja wirklich immer frische Watte hast und der ganze Staub, der sich da drinnen mit der Zeit absetzt, auch von der Hosentasche, von der Tasche oder sonst was, dass du den halt nicht dann irgendwann mit inhalierst, sondern dann lieber alle 2 Wochen auswechseln und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr das selber getestet habt, natürlich in die Kommentare unten reinschreiben, weil dann könnt ihr anderen nochmal helfen. Jetzt überlegen, lohnt sich das Gerät, lohnt sich das nicht für mich? Könnt ihr denen noch ein bisschen Feedback geben und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.